Noch befindet sich die Formel 1 in der wohlverdienten Sommerpause. Allerdings in ein paar Tagen geht es ja schon wieder los, dann in die letzten 10 Rennen der Formel 1-Saison 2023. Und genau diese 10 Rennen könnten für einen Piloten nämlich zu Schicksalsrennen werden. Die Rede ist von Kevin Magnussen. Er steht vor dem Aus und könnte möglicherweise am Ende dieser Formel 1-Saison sein Cockpit verlieren. Er geht es ihm also in diesem Jahr, genauso wie mit Schumacher im vergangenen Jahr. Alle Einzelheiten dazu und wer heiß gehandelt wird, jetzt in einem kurzen News-Update. Ja, und zu diesem News-Update begrüße ich euch natürlich recht herzlich am heutigen Dienstag, dem 15. August. Und falls ihr auch in den, nennen wir es mal, in den Genuss des Feiertages kommt, ist es ja heute kein gesetzlicher Feiertag, kein bundesweiter Feiertag, sondern nur, kann man sagen, in einigen Bundesländern, um genau zu sagen, in zwei, aber auch nicht vollständig, nur in Teilen Bayerns und auch im Saarland. Ja, wir müssen heute mal über einen Mann sprechen, der seit dieser Formel-1-Saison nicht wirklich zu performen weiß im Vergleich zu seinem neuen Teamkollegen. Die Rede ist nämlich von Kevin Magnussen. Im letzten Jahr gefühlt noch dominiert vor Mick Schumacher und er schien sicher zu sein und er schien vor allem auf einem Level zu sein, dass er da richtig performt. Günther Steiner im vergangenen Jahr lobte ihn noch. Es gab die Überraschungspole im vergangenen Jahr. Alle Zeichen schienen eigentlich gut zu sein. Dann kam er, die Rede ist nämlich von Nico Hülkenberg. Und er hat in den ersten 12 Rennen dieser Formel 1-Saison nämlich schon ganz deutlich aufgezeigt, wer hier eigentlich der Stärkere ist, nämlich der Deutsche, Nico Hülkenberg. Ja, und genau nach dieser ersten Halbzeit, nach diesen ersten 12 Rennen der Formel 1-Saison 2023, da kristallisiert sich heraus, dass möglicherweise er am Ende diesen Jahres, am Ende dieser Formel-1-Saison, sein Cockpit verlieren könnte. Ja, und das ist ja bekanntermaßen auch immer traditionell die Zeit der Silly Season. Und da werden natürlich einige Namen ja, genannt, spekuliert, über die wir dann auch mal sprechen wollen. Und vor allem der eine Name, der dabei in diesem Zusammenhang genannt wird, der im letzten Jahr nämlich auch für Aufsehen gesorgt hatte, nämlich beim großen Preis der USA in Austin nämlich. Ja, bei Nico Hülkenberg ist natürlich klar, da ist es ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis dann auch das Haas-Team ihn offiziell für 2024 bestätigt. Ursprünglich sollte das ja bereits schon ja, bei den ja, einen der beiden letzten Rennen nämlich schon erfolgen, zwischen Ungarn und Belgien. Allerdings kam es dann zu keiner offiziellen Bestätigung, obwohl das einst noch Günther Steiner angekündigt hatte, weil es hieß, Gene Haas, der Teambesitzer, komme extra aus Amerika, beziehungsweise komme extra vor Ort oder extra zu der Strecke, um dann auch diesen besonderen Moment gemeinsam zu verkünden. Dazu kam es bisweilen noch nicht und trotzdem allerdings gibt es natürlich keine Zweifel, dass Hülkenberg auch im nächsten Jahr, nämlich im Haas-Cockpit sitzen wird. Bei einem anderen, da sind ein paar Fragezeichen auf jeden Fall hinter seinem Namen zu finden. Die Rede ist nämlich vom Dänen Kevin Magnussen und der könnte, wie schon gesagt, am Ende des Jahres sein Cockpit verlieren und muss jetzt also zittern um einen weiteren Vertrag für die Saison 2024. Und da wird in diesem Zusammenhang vor allem auch ein Name, ein Bekannter gehandelt, der im vergangenen Jahr noch in den Diensten des Alfa Romeos nämlich stand. Die Rede ist nämlich von Antonio Giovinazzi und ihn könnte es nämlich in die Formel 1 nun zurückbringen. Das schreibt nämlich Racing News 365 und er, obwohl er in diesem Jahr eben nicht mehr Teil der Formel 1 ist, der strebt natürlich eine Rückkehr in die Formel 1 an, also nach wie vor auch interessiert. Bisweilen eben auch in den Diensten von Ferrari gewesen als Ersatzfahrer, will er auf jeden Fall, wenn sich die Gelegenheit für ihn bietet, in ein Stammcockpit, in dem er schon lange nicht mehr gesessen hatte, dann auch zurückkehren. Pikant war, was nämlich auch Racing News 365 in Bezug von mehreren Quellen auch schreibt, ist, dass hätte Antonio Giovinazzi schon in diesem Jahr in einem Cockpit sitzen sollen. Und zwar in dem Cockpit, in dem jetzt nämlich Nico Hülkenberg steht. Denn das spekuliert eben Racing News 365, hätte er, wenn es einen gewissen Vorfall im vergangenen Jahr nicht gegeben hätte,
möglicherweise in dem Cockpit eben sitzen können, in dem sich Nico Hülkenberg befindet. Und dieser eine, doch dann ziemlich große, naja, Skandal kann man auch nicht sagen, aber jedenfalls das große Ereignis, was es dann auf jeden Fall verhindert hatte, das war nämlich im vergangenen Jahr beim ersten freien Training zum großen Preis der USA in Austin. Ja, und man hatte eigentlich noch darauf spekuliert und eben auch Günther Steiner, der eben auch noch gesagt hat, es ist immer nützlich für das Team, wenn ein Fahrer Feedback geben kann zum aktuellen Auto. Ja, und dann saß man oder dann setzte man setzte man Antonio Giovinazzi ins Cockpit. Ja, und die Zeremonie, die war dann auch recht schnell beendet, weil nach nur 4 Runden war schon Feierabend, weil er nämlich das Auto nämlich in die Bande gesetzt hatte. Also es war vorbei, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Und ohnehin 2022 ein Jahr für das Haas-Team, wo es zu einigen Crash kam, vor allem eben durch Mick Schumacher. Und dann saß eben genau dieser Antonio Giovinazzi im Auto und legte das dann nach nur 4 Runden dann ebenfalls in die Bande. Ja, es gab natürlich noch einigen Schaden am Auto, das war man ja im letzten Jahr auch schon teilweise von Mick Schumacher gewohnt. Ja, nicht nur ein Teil des Frontflügels kam dabei zu Schaden, auch die Kupplung wurde noch in Mitleidenschaft gezogen. Und dann hatte eben auch das Haas-Team sich entschieden, zur Sicherheit auch noch das Getriebe auszutauschen. Hinterher hatte sich Antonio Giovinazzi ja für seinen Fehler entschuldigt und sagte eben Folgendes: Ich gab Gas und es gab viele Windböen und ich habe dann die Kontrolle über das Auto verloren. Leider war damit die ganze Session gelaufen. Eine große Entschuldigung ans Team, aber das ist Racing und sowas gehört auch dazu. Grundsätzlich richtig, allerdings eben, wenn man dann schon nach 4 Runden das Auto gefühlt in die Wand setzt, da hat es mit Racing nichts zu tun, weil im freien Training, da gibt es kein Racing. Kein Grund, etwas zu riskieren, kein Grund, irgendwie übermütig zu sein. Wenn das zum Rennen gewesen wäre, hätte man die Aussage ja noch sicher nachvollziehen können, aber im Racing und FP1, das passt nicht so wirklich zusammen. Ja, nicht nur die Session war für ihn gelaufen, sondern eben auch die Aussicht auf das Cockpit 2023. Und wie wir wissen, eben kam dann Nico Hülkenberg, der bisweilen in diesem Jahr ja auch seinen Teamkollegen Kevin Magnussen deutlich performt hat, beziehungsweise deutlich doch auch abgeliefert hat im Vergleich eben zum Dänen. Aber nicht nur Antonio Giovinazzi wird da genannt in diesem Zusammenhang, auch noch ein anderer könnte möglicherweise endlich in die Formel 1 schaffen. Das ist nämlich Theo Pourchaire. Der 19-Jährige wird schon seit vielen Jahren als Ausnahmetalent bezeichnet. Und viele sehen ihn vor einer großen Formel 1-Zukunft im vergangenen Jahr. Im Jahre 2022, da holte sich eben der 19-Jährige die Formel 2 Vizemeisterschaft und auch in diesem Jahr ist er 6 Rennen vor Saisonende auf Titelkurs. Allerdings, und wir wissen, das ist das große Fragezeichen, lässt sich ein Günther Steiner dann nochmal drauf ein, nochmal einen Jungen ins Boot zu holen, nachdem man gerade nach der Kombination mit Schumacher und Nikita Mazepin das Rookie-Konzept für gescheitert erklärt hat. Wohl eher darf das bezweifelt werden, dass der 19-jährige Theo Pourchaire da die Chance bekäme von Günther Steiner, ja, dann da möglicherweise im kommenden Jahr Kevin Magnussen zu ersetzen. Es könnte natürlich also auch richtig bitter werden für den Dänen, für Kevin Magnussen, der ja ohnehin bereits schon einmal vom Haas-Team vor die Tür gesetzt wurde, dann im Zuge des Ukraine-Kriegs, eben nachdem man dann auch Mazepin vor die Tür gesetzt hat, holte man ihn zurück mit der Begründung eben, dass Magnussen das Auto, das Team gut kenne. Und er hatte ja auch im vergangenen Jahr gut performt, aber in diesem Jahr eben nicht. Und so könnte es also vielleicht bald der Fall sein, dass er zum zweiten Mal vom Haas-Team vor die Tür gesetzt wird. Denn wir wissen, Günther Steiner ist da ja, nicht gerade zimperlich. Wenn der Erfolg ausbleibt, dann gibt es auch ruckzuck die Entscheidung. Allerdings, ob man sich für Giovinazzi entscheidet, der
Gerade da, als er letztes Jahr im Cockpit im FP1 sitzen durfte, gleich das Auto nach 4 Runden in die Wand gesetzt hat, ob er da die wirklich gute Wahl dafür ist, wirklich als Bewerbungsschreiben kann man ja diese 4 Runden nicht gerade bewerten. Also es darf auch bezweifelt werden, ob er da überhaupt in Frage kommt. Ja, wir wissen, jetzt geht es in ein paar Tagen wieder los mit der Formel 1 und so. Das heißt, für Kevin Magnussen natürlich Pflicht. Aber das wäre eigentlich seine Pflicht, eben dann auch Nico Hülkenberg in die Schranken zu weisen, zumindest mal mit ihm auf einer Augenhöhe zu performen. Das konnte er die ersten 12 Rennen überwiegend nicht. Ob ihm das jetzt nach der Sommerpause gelingt, ja, bleibt natürlich auch fraglich. Allerdings geht es hier um seine Zukunft, denn eben auch am Ende der Saison, da läuft sein Zweijahresvertrag nämlich aus. Und schon auch vor der vor der Sommerpause der Formel 1 hatte Günther Steiner erklärt auf die Frage, ob Magnussen denn auch im nächsten Jahr im Auto sitze, hat er dann eben geantwortet, dass er das noch nicht wisse. Ja, und während Günther Steiner sehr euphorisch und immer wieder löblich über Nico Hülkenberg spricht, gab es diese Worte nicht gegenüber Kevin Magnussen. Das fiel bisweilen komplett flach. Klar, auch die Ergebnisse geben das aktuell nicht wirklich her. Also, nun könnte Kevin Magnussen zum zweiten Mal das Haas ausdrohen. Ob allerdings es dann dazu kommt, dass Giovinazzi der Nachfolger wird von ihm, darf natürlich auch bezweifelt werden, ob es nochmal einen jungen Piloten, ein junges Talent nochmal in die Formel 1, zumindest zum Haas-Team schafft, das darf auch bezweifelt werden, weil dann müsste Günther Steiner ja quasi zurückrudern und dieses einst gescheiterte Konzept der Rookies ja widerrufen. Und dann weiß ich nicht, ob da Günther Steiner der Typ Mensch wäre, der dann da zurückrudert und sagt, okay, wir versuchen das nochmal, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und nach den knallhart Aussagen im vergangenen Jahr, als er dann auch immer wieder betonte, weshalb man sich für Nico Hülkenberg entschieden hatte, ja, lässt das nicht arg viel Raum dafür übrig, um dann zu sagen, okay, wir nehmen jetzt wieder einen Rookie. Und Theo Pourchaire, er wäre natürlich in der Tat ein Rookie. Auch wenn er aktuell auf Titelkurs ist, weiß ich nicht, ob sich Günther Steiner davon in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lässt. Soweit also für den Moment mit einem kurzen News-Update über das mögliche Aus von Kevin Magnussen beim Haas-Team. Ich kann schon mal auch an dieser Stelle noch mal so grob mal ankündigen, ich werde auch bald mit Günther Steiner ein neues Interview führen. Das heißt, da könnt ihr mir gerne schon mal eure Fragen an Günther Steiner unter die Kommentare posten oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an kontakt@chambon.de. Bitte nicht so ausführlich formulieren, denn wir haben immer nur eine sehr begrenzte Zeit. Das sind meistens 20, 25 Minuten, auch mal 30 Minuten. Das heißt, wenn ihr da die Fragen formuliert, bitte jetzt keine große Background-Story da erzählen, sondern wirklich kurz und knapp die Frage formulieren, die ich dann an Günther Steiner stellen kann. Angedacht ist es zwischen Zandvoort und Monza, dass da ein weiteres Gespräch, ein weiteres XXL-Gespräch mit Günther Steiner auf dem Programmplan steht. Wenn es einen genauen Termin gibt, dann lasse ich euch das natürlich wissen, dann wird das natürlich auch angekündigt werden. Also, bin sehr gespannt auf zum einen eure Meinung zu eben der möglichen Aus von Kevin Magnussen und der möglichen Verpflichtung von Antonio Giovinazzi und natürlich auch über eure Fragen gerichtet eben an Günther Steiner. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis schon ganz bald an dieser Stelle. Tschüss.